Was mich jetzt richtig langsam was zu viel wird, ist Trailer, wo 80er Jahre oder ältere Musik jetzt benutzt wird. Es ist so mittlerweile wie Danny Boyle, Sunshine-Musik, die so in jedem Trailer kommt jetzt irgendeine, werden so die ganzen alten, nicht nur 80er, sondern auch Led Zeppelin oder was auch immer, so, die werden jetzt voll verbraten für Trailer. Ist gerade so voll der Shit, das so, selbst Marvel macht es ja tausendmal Ach, jetzt, ne? stimmt, ja. Thor und was weiß ich, also Ja, ist gerade so voll übertrieben. ist eigentlich heftig. Also, es war ja irgendwie vor 10 Jahren oder so, war ja schon ein großes 80er-Revival. Aber jetzt ist es ja noch mal viel größer alles. Ja, jetzt kommen so die 90er so ein bisschen. Die sind, glaube ich, so ziemliches so. Also auch in Mode, in Musik. DJ Ötzi und Dr. Motto und sowas meinst du dort? Die kommen auch. Das Kommt alles wieder, ja. kommt alles wieder. Schneller denn je. Bald sind irgendwann dann noch ein paar Jahre, dann sind die Nullerjahre dran. Ne? Für was stehen die eigentlich? Das ist mir noch nicht ganz klar. Was sind so typisch Nullerjahre? Bei 90ern und 80ern fällt es einem voll leicht. So. Ich glaube, da hat so die Elektrofizierung so richtig losgelegt bei Pop. Also, ich meine, gab es natürlich auch Ja. in den 90ern schon und klar, hier so Eurodance und so war natürlich alles auch schon so elektrisch, aber so, dass es dann auch cool wurde, dass dann so Indie ganz selbstverständlich mit elektronischen Sachen kam und so. Stimmt. Ja, sowas auch. Und auch bei Hip-Hop ist es ja so die Überprofessionalisierung und Ja. Kommerzialisierung, die auch schon in den 90ern da war, aber die im Hip-Hop dann wirklich so in den Richtig, ja. 2000ern aber richtig so richtig Ja. Moneymaker Ja. Standard, also wo es auch Wo Standard ist. Hip-Hop eigentlich, kann man schon fast sagen, so Rock ersetzt irgendwie jetzt. Genau. Ziemlich. Ja. Ja. Und bei Filmmusik? Kann man da irgendwie so Trends ausmachen? Na, Trends. Also Herr der Ringe steht so für den Umbruch, glaube ich, auch so. Also Herr der Ringe ist auf jeden Fall so in diesen 2000, 2001, 2002. Aber Herr der Ringe war ja eigentlich von der Machart oder so eher ein klassischer Soundtrack. Also da war jetzt von der Orchestrierung oder von den Instrumenten jetzt nichts Neues, Innovatives da. Also unabhängig jetzt von der Ja, ich, Komposition, meine ja, ich. also, ja, Oder? ich muss überlegen. War das nicht eigentlich auch schon das Titanic-Schema so ein bisschen? Also. Ja, Titanic, ja. Also, ja, was bei Herr der Ringe, ich muss überlegen, irgendwas. Also, es hat ja schon krass viel geprägt. Oder es hat vielleicht etwas weitergeführt, was. Also, ich glaube, vielleicht auch Herr der Ringe war so, also zu der Zeit war so ein Umbruch, dass so die alten Komponisten wie James Horner, John Williams, dass die da so ein bisschen abgekackt haben, denn ab da an. Also es kamen, glaube ich, auch viele neue Komponisten ins Spiel, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Also die wurden einfach so die Koryphäen auf dem Gebiet wurden so ein bisschen abgelöst. Abgelöst ist jetzt übertrieben gesagt, aber ja, genau, es kamen halt viele andere dazu. Ja, genau. Ich habe zum Beispiel auch dann irgendwie in den Nullerjahren komplettes Interesse verloren, viele weiter zu verfolgen, so wie Danny Elfman zum Beispiel. Ja, nee, die ganzen, die haben alle, glaube ich, ich habe die auch seitdem nicht mehr weitergehört, weil es alles doof wurde. Stimmt, bei Danny Elfman, der hat ja auch so ein bisschen seinen Stil dann so ein bisschen verloren oder bewusst abgelegt für viele Kompositionen. Ja, Also, oder na, sich auch nicht, vielleicht auch nicht so richtig weiterentwickelt. Also oder so, ja. gut, ich kenne jetzt seine neueren Sachen gar nicht so, aber ich hatte den Eindruck, das war dann immer nur so mehr vom Gleichen und nicht mehr so nichts Besonderes mehr. Ich könnte mir auch vorstellen, dass, aber das ist ja auch immer eine persönliche, dass auch Musik, Soundtrack, Filmmusik, produktionstechnisch, glaube ich, hat sich auch die Produktion so ein bisschen verändert. Also ich muss jetzt überlegen, welche Stimmt, Soundtracks, ja. aber so. Also ich kann mir vorstellen, dass heute auch viel mehr die Komponisten erstmal irgendwie auf dem Laptop irgendwie in Ableton was zusammenklicken Ja.
Auf jeden Fall. Und das verändert den Workflow, glaube ich, schon sehr massiv. Stimmt, also weil da habe ich auch vor kurzem gelesen, dass James Newton Howard hat wohl so eine riesen Sound-Datenbank, mit der die er sich mit Hans Zimmer teilt. Die haben die zusammen angelegt. Das nehmen die halt immer, wenn die eben alleine loslegen, um zu komponieren und da schon eben Instrumente anlegen. Das nehmen sie als Vorlage, damit es dann orchestriert wird und so weiter und in Noten umgeschrieben wird, richtig. Und da haben die wohl sich gemeinsam eine Sounddatenbank angelegt, die, in der etliche Millionen reingebuttert wurden. Nee, aber ich glaube schon, dass ich genau die Produktion auch, also ich glaube auch, dass ich habe, also für mich war so, dass ich ab den Nullerjahren, bisschen vielleicht später, so das nicht mehr, auch nicht mehr so viele Soundtracks geholt habe. Na doch, ein paar habe ich schon noch geholt, aber eher alte. Also, dass ziemlich viel mehr perfekt produziert wurde. Also, dass da irgendwie so eine, ja, vielleicht wirklich da so ein anderer Workflow eingeflossen ist, denn sich dadurch vielleicht was geändert hat. Einer der Soundtracks, die ich gehört habe, da ist mir das nochmal stark aufgefallen. Ja, okay. Ja, wir können ja einfach mal eröffnen, ja. Oder? Weil wir haben heute nämlich eigentlich ein ganz anderes Thema. Genau. Und ich glaube, es stellt sich heraus, dass wir immer so Themen, große, in Anführungsstrichen, große Themensendungen haben, so wie letztes Mal. Und dann zwischendurch immer wieder mal einfach nur, was hört ihr gerade? Und dann erzählt ihr einfach ein bisschen, was ihr gerade hört. Und sowas machen wir jetzt, in dieser Sendung. Ja, Piet, was hast du dir denn rausgesucht? Ich? Bin ich einmal gespannt. Ich habe mich für 5 Soundtracks entschieden. Darunter kann ich sagen, ich habe mir 2 Soundtracks noch, den kann ich ja anfangen, die ich wieder rausgeschmissen habe. Mhm. Das wäre einmal der Soundtrack von Johan Johansson, Arrival. Den habe ich rausgeschmissen. Okay. Aber, ja, der... Wieso? Wieso? Willst du jetzt schon oder willst du später erst darauf zurückkommen? Vielleicht komme ich später darauf zurück, aber Das führt auch zum anderen Soundtrack, wenn bei Arrival hat ja auch Max Richter mitgemacht. Er hat zumindest einen Titelsong dazu gemacht. Und ich hatte mir auch einen neueren von Max Richter angehört auf Deutsch, Die Erfindung der Wahrheit, oder auf Englisch Miss Leonie? Leonie? Miss Sloan. Miss Sloan. Miss Sloan. Den habe ich auch. Den habe ich mir auch rausgesucht. Den habe ich aber auch wieder fallen lassen. Ist ja gut, wenn du den rausgesucht hast. Perfekt. Ja. Denn, also mein, kannst du ja gleich weitermachen. Ich habe ihn rausfallen lassen, weil in dem Soundtrack ist alles drinne so, groß gemacht. Du hast unglaublich viel drinne. Man würde eigentlich sagen, runde Sache. Also ein Produzent würde sagen, ey geil, alles dabei so. Von Gefühlen bis ein bisschen modernere Musik. Aber mir ist der zu perfekt produziert. Also ich habe kein Lied gehabt, wo ich, boah, Hammer, das überrascht mich jetzt. Mhm. Irgendwie war so, ich weiß nicht, es war so einfach eine Fleißarbeit, aber nicht wirklich irgendwie sich mit dem Thema auseinander. Es hätte auch ein Liebesfilm sein können. Also es hat nichts, Es hätte irgendein Film sein können. So, also der Soundtrack ist, wie, ja, das ist so mein... Da bin ich auch ein bisschen bei dir, weil ich hatte so den ähnlichen Eindruck. Also ich habe mir den aber trotzdem rausgesucht. Man muss ja nicht immer die raussuchen, die man richtig abfeiert, sondern auch welche, richtig, die man ein bisschen was zu kritisieren hat oder so. Das macht es auch ein bisschen interessanter. Ich fand es aber einfach interessant, mal zu hören. Deswegen habe ich mir den dann auch angehört. Einmal, weil wir den ja, wir haben den Film ja da zusammengeguckt nach unserer kleinen Party-Session, nach dem Sturm auf meine Hausapotheke. Und ich fand's mal, ich wollte mal hören, was eigentlich Max Richter macht für so einen eher Mainstream-Film, was er da für eine Musik wohl macht, weil er sonst bisher immer mehr so für, ja, wie soll ich sagen, Indie-Filme. Gute Außenseiter. Außenseiter-Filme irgendwie gemacht hat. Und ich wollte einfach mal hören, was macht er für so einen klassischen, mainstreamigen Hollywood-Film. Und das hat mich schon ein bisschen interessiert. Und ich hatte dabei auch den gleichen Eindruck wie du. Also es war irgendwie, war gut. Also es hat auch gut zum Film gepasst. Hat so die Szenen irgendwie passend untermalt.
und hat auch immer gut Spannung aufgebaut und genau, wie du schon meintest, hat auch so modernere Sachen, Synthesizer mit reingebracht, so elektromäßig zum Teil und war sehr treibend, schöne so schöne Drums und so weiter, aber ich fand auch, dass er mir ein bisschen zu routiniert einfach war, das so, ja, so sehr glatt. Also man hat nichts großartig dran auszusetzen, aber eben auch nichts, was richtig hängen bleibt. Und dafür, es gab eigentlich auch nur, glaube ich, zwei Hauptmelodien, die sich eigentlich immer wiederholen. Mhm. Jetzt auch nicht, fand ich, nicht genug variiert wurden. Also es war, viele Tracks waren dann sehr, sehr ähnlich. Das hat mich dann auch ein bisschen, ja, nicht gestört. Für den Film hat es ja gepasst. Also es war ja aber es war zu funktional, als dass man den so alleine hören kann. Also des Öfteren. Also war ganz nett, kann man sich anhören. Aber sticht jetzt nicht wirklich hervor. Also ist ein routinierter Soundtrack. Ja, dem würde ich beipflichten. Ja. Ja. Gut, ja. So, ich, willst du weiter? Was hast du oder ich? Ja, bei mir zieht sich das leider so durch, weil alle anderen Soundtracks, die ich gehört habe, waren. Also ich habe jetzt leider heute keinen Soundtrack an der Hand, den ich richtig abfeiere. Ich hatte so mit jedem Soundtrack so ein ähnliches Problem, die mich aber alle erstmal interessiert haben. Daher leg du erstmal los, ansonsten wird es zu eintönig. Dann machen wir das so ein bisschen abwechselnd oder so. Also dann beginne ich mal mit, von Indie kann man nicht reden, aber mit was Kleinerem. Ich habe mir jetzt nochmal den Soundtrack The Girl with All Gifts angehört. Kleiner Zombie-Film. Der war nicht schlecht. Ich bin kein großer Zombie-Fan, aber der war nicht schlecht. Klein, aber der war okay, der Film. Jedenfalls, und der Soundtrack, der ist mir halt aufgefallen und der ist komponiert von Cristobal Tapay de Ver. Das ist der von der Utopia-Serie, ne? Richtig, richtig, genau. Den kenne ich oder kennen wir. Der hat den Soundtrack für Utopia, die Serie, gemacht. Darauf kommen wir dann mal in einem anderen Teil zurück. Mhm. Aber der Soundtrack ist mir halt dadurch aufgefallen. Der Soundtrack ist jetzt nicht besonders facettenreich, aber bei Max Richter, Beispiel davor, haben wir gesehen, dass es auch nicht sein muss. Aber ich mag seine Art. Er ist so ein bisschen so, für mich so, ein bisschen so wie, hat so eine englische Eigenart. So. Ich meine, wie Danny Boyle früher für 28 Days Later war das ja auch so schon was Eigenes, ein bisschen was Neues, mhm, ein bisschen was anderes. Ja. Und so ist es bei ihm auch. Also der ist jetzt nicht, es gibt, da passiert nicht viel in dem Soundtrack, aber er hat so gewisse Eigenheiten an Instrumenten oder an Baukästen, die er benutzt, die dann schon Spaß machen zu hören und auch Interesse wecken. So würde ich jetzt eher sagen. Genau, Interesse wecken. Also jetzt bei Cristobal, also jetzt bei The Girl with the All Gifts. Mhm. Ist er ähnlich wie Utopia? Man erkennt auch Utopia raus, genau. Also der war ja auch durchaus recht elektronisch verspielt, hat auch so rumgesampelt und so. Ja, der ist ein bisschen klassischer angelegt. Aber auch mit Samplen gespielt. Und der hat Spaß gemacht zu hören. Einfach, weil er Interesse weckt. So, das ist schon mal, finde ich, eine ganze Menge wert. Und ich werde ihn auf jeden Fall weiter verfolgen. Das wäre jetzt ein schönes Beispiel, wo es dann mal wieder Spaß gemacht hat. Wo man auch was Neues, er hat auch Ecken und Kanten. Und vielleicht sagt man, das muss nicht sein. Aber würde ich empfehlen, mal reinzuhören. Was ist das denn so stimmungsmäßig? Sehr klein, alles sehr, sehr klein gehalten, sehr, sehr klar in den Bausteinen, die er benutzt, Instrumenten oder ich sag mal Bausteine, weil glaube ich auch viel, ein paar Sachen aus dem Rechner kommen. Aber wenn man genau hinhört, klar auseinanderzunehmen, also es ist nicht so ein Mischmasch aus allem Möglichen, wo man einfach nicht mehr dahinter kommt. Mhm. Lässt sich auch sehr viel Zeit, also Themen oder finden auch sehr viele Wiederholungen statt. Klingt jetzt eher ruhig so. Ja, ist ruhig, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ruhig, atmosphärisch und man hat sehr viel Zeit, sich da reinfallen zu lassen und sich ein bisschen treiben zu lassen.
Was aber sehr schön ist, weil es sind kaum wenig Ansätze, wo man sofort Vergleiche findet und dann schon wieder gelangweilt ist oder so, sondern es sind relativ viele Ansätze, die man halt nicht kennt und dadurch lässt man sich da auch gern reinfallen. Mhm. Ja. Der hat auch die Musik für die Serie Humans gemacht, lese ich gerade. Ah, okay. Was ist das für eine? Ich kenne die Serie nicht mal. Das sind so Androiden, die im normalen Haushalt eingesetzt werden, so. Also so halb Mensch. Also. Die dann die Weltherrschaft übernehmen, oder was? Ich habe sie nie. Nee, ich glaube so mehr Alltag. Also so ein bisschen wie so bei Westworld, so eine fast menschlichen Dinger, die dann irgendwie da in dem Haushalt oder die, glaube ich, die ganze Drecksarbeit machen. Müll, die so für solche Sachen eingesetzt werden, die Menschen nicht mehr machen wollen, die aber doch relativ sehr menschlich dann wiederum sind. Also auch so. Aber ich hab mal eine Folge angefangen, aber es hat mich irgendwie nicht so. Es ist eine AMC-Serie mit 3 Staffeln bisher. Ja, okay. Ja. Ja, das klingt doch ganz interessant. Also Utopia fand ich auf jeden Fall gut. Ja. Gut. Dann, also was mir, ich wollte gerade zum nächsten springen, aber was mir bei Max Richter, weil wir eben den Soundtrack mit Sloan besprochen haben oder kurz angerissen haben, ich habe mir dann im Zuge dessen auch mal angeschaut, was er noch so in letzter Zeit gemacht hat. Und der hat zum Beispiel für die Serie The Leftovers von HBO gibt es bisher jetzt 2 oder 3 Staffeln. Da hat er auch die Musik für gemacht. Da habe ich mal reingehört. Also die Serie die ist völlig an mir vorbeigegangen, aber von der habe ich irgendwie bis dato noch gar nichts so richtig mitbekommen. Also den Namen habe ich höchstens mal irgendwo gehört. Und die Musikstücke sind schon ganz cool. Also die kann man, das ist so eine Musik, die man, also sehr, sehr ohrwurmlastig. Da hat er auf jeden Fall, glaube ich, wurde ihm recht freie Hand gelassen. Er konnte da richtig auf die Tube drücken. Und da sind schon sehr prägnante Stücke so dabei und macht so Spaß zu hören. Ich könnte mir aber vorstellen, weil die wirklich sehr im Vordergrund stechen und sehr dramatisch zum Teil sind, dass das, habe ich nur gelesen, dass das zum Teil moniert wurde, dass das zu sehr, zu dramatisch einfach wirkt in der Serie. Ja, daher kann ich das jetzt dazu nichts sagen. Ich habe die Stücke nur so einzeln für sich stehend ein paar hier und dort ein bisschen reingehört. War auf jeden Fall ganz interessant. Was mir aber ein bisschen aufgefallen ist im Zuge dessen, dass gerade bei so dramatischen Passagen oder Stücken, die Max Richter dann schreibt, die dann eben nur aus Streichern bestehen, die dann immer langsam sich weiter aufbauen, dass er sich da von der Konstruktion oder ja, wie sich so ein Stück aufbaut mit Streichern, eigentlich sehr oft von der Struktur her, ja, die sich die Stücke sehr ähneln, also in einigen Soundtracks von ihm. Also da gab es bei Miss Sloan auch so ein Titelthema, was nur mit Streichern gespielt wird. Und man kann es ja auch von Waltz with Bashir. Ja, und da fällt einem so ein bisschen auf, dass so ein bisschen sein Stil dann auch, aber das wiederholt sich doch schon ein bisschen, finde ich. Ansonsten zu sehr an sich kann ich nichts sagen. Habt ihr davon? Ist von David Lindelof produziert, ne? Dem Lost-Typen oder mitproduziert oder so. Also ich habe schon viel von gehört, aber noch nicht gesehen. Also ich habe ich weiß nur, dass es darum geht, dass so irgendwie, weiß nicht, circa 10% der Bevölkerung der Welt irgendwie verschwindet. Man weiß nicht wieso. Und es geht dann nicht darum, um die Leute, die verschwunden sind, sondern was macht es mit der Gesellschaft, die zurückgeblieben ist. Aber irgendwie, ich habe so ein paar Plakate gesehen und das war alles schon so
so ein Typ an der Wand, an so einer Mauer steht und verzweifelt gegen die Mauer schlägt in die Adresse, und das war mir alles irgendwie schon. Und dann die Musik, die wirklich extrem, also die Stücke für sich sind echt super, aber die wirklich extrem dramatisch klingt. Weiß nicht, ob ich darauf Bock habe. Also. Ich habe von der Serie gar nichts gehört. Ich habe jetzt, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, ich wollte sagen, ich habe nämlich auch viele Serienbeispiele, aber ich habe mir das jetzt alles mal für eine andere Sendung, ja. Ja. Aufgehoben. Also. Da kommen wir noch zu. Ja. Ich hatte ja Max Richter noch gar nicht so auf dem Schirm, und ich sehe gerade, der ist ja, also der hat ja schon eine ganz schöne Menge gemacht und ist auch Deutscher tatsächlich, ne? Ja. Ich habe ihn sogar schon kennengelernt. Er hat ein schönes Konzert im Hau gemacht. Ach was? War sehr, ja. Ach, na siehst du. Na, der wohnt in Berlin auf jeden Fall, aber soweit ich weiß, ist er nicht Engländer eigentlich? Also nee, in Deutschland geboren auf jeden Fall. Wohnt auch in Berlin und ist bekannt geworden mit dem Soundtrack zu Waltz with Bashir. Also damit hat er so den Filmmusik-Durchbruch so gestartet. Ja, genau. Ansonsten war auch, der hat glaube ich ein eigenes Quartett, war auch Dozent an der Musikschule und hat auch viel im Klassischen, glaube ich, so. Also da auch ist er auch, hat er auch viel rumschlawenzelt. Ja, genau, der hat ja auch dieses, was glaube ich recht bekannt ist, wo er dieses Four Seasons neu interpretiert hat. Dieses Recomposed hat er schon viele Sachen gemacht, ja. Das hattest du ja letztes Mal schon erzählt. Genau. Dann hatte ich als nächsten Soundtrack The Imitation Game von Alexandre Desplat. Imitation Game war dieser Film, der über diesen Turing geht, zur Zeit, wo es dann so um Dechiffrier-Sachen geht und er ist so ein... Zweiter Weltkrieg. Zweiter Weltkrieg, und er ist so ein sehr begabter Mathematiker und... Alan Turing. Ja, soll halt kurz verschlüsseln, entschlüsseln und so weiter. Da gibt es auch den Turing-Test und so weiter, aber anderes Thema. Benedict Cumberbatch. Genau, den kennen wir ja. Und Keira Knightley. Ja, da ich ja Alexandre Desplat sehr, sehr interessanten Komponisten, als sehr interessanten Komponisten empfinde, habe ich mir den mal angehört, und ich muss auch hier wieder sagen, sehr routiniert. So ein klassisches Ding ist so, aber es hat mich halt die ganze Zeit irgendwie ein bisschen an, ja, wir machen ein bisschen auf A Beautiful Mind, so. Also wirklich sehr eingängige Melodie, also das Titelthema ist schon wirklich toll und so. Aber es klingt zu sehr nach A Beautiful Mind und wir wollen einen Oscar. So. Da hat man sofort Sound im Ohr, ja. Ja, weißt du, also man muss wirklich, also ich muss die ganze Zeit an A Beautiful Mind denken, und das hat mich extrem gestört beim Hören. Denn an sich ist der wirklich okay, der Soundtrack, und routiniert. Ich habe den Film aber nicht gesehen, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie das mit dem Film harmoniert. Auch hier kann ich gar nicht so viel sagen, also weil ansonsten fand ich Alexandre Desplat mal ganz gut, weil die Soundtracks von ihm oftmals halt auch so Ecken und Kanten haben und irgendwas Eigensinniges, will ich mal sagen, wie bei The Grand Budapest Hotel, den ich ja total klasse finde, den wir schon besprochen hatten, aber bei The Imitation Game... Moonrise Kingdom. Moonrise Kingdom. Ist es so der Hofkomponist von Wes Anderson? Nee, ist ja erst seit Moonrise Kingdom. Vorher waren es andere. Aber es stimmt, Moonrise Kingdom ist natürlich noch ein besseres Beispiel dafür, für einen Soundtrack, der sehr eigenwillig ist und sehr experimentierfreudig ist. Und das geht diesen The Imitation Game Soundtrack halt komplett ab. Ist natürlich auch dem Film geschuldet, nehme ich mal an. Aber ist dadurch halt auch so ein Ding, kann man nebenbei hören, aber ist jetzt... nichts, was ich jetzt wirklich öfter und regelmäßig hören werde. So, da gibt es eben einen Track, den kann man in seine Best-of-Liste packen. Und ansonsten, ja, ist es halt auch sehr, ja, wie davor auch schon bei dem Miss Sloan, sehr routiniert. Man hat nichts großartig dran auszusetzen, aber auch nichts, dass man da ewig den sich noch anhört und noch in 10 Jahren davon redet. Ich glaube, bis dahin wird er vergessen sein. Die produzieren einfach alle zu viel. Sobald die irgendwie in so eine Hollywood-Klasse höher gestiegen sind, kriegen sie 1000 Angebote und produzieren einfach nur noch. Ja, der macht echt viel. Ich habe gerade hier die Liste, und das ist irgendwie... Der ist unglaublich, oder? Ja. Also 6, 8 oder also pro Jahr irgendwie immer mindestens 4, 6 Soundtracks oder sowas. Ja.
die das lassen sich, krass. Ich verstehe das immer nicht, warum die sich so, es kann doch nicht mehr mit Geld zu tun haben, weil die verdienen ja genug. Naja, ich kann mir vorstellen, man will dann halt auch alles machen, ne, was interessant ist und was man angeboten kriegt. Vielleicht ist da auch immer, ich weiß nicht, wie dieses Filmmusik-Business dort in Hollywood funktioniert, aber vielleicht sinkt so ein Stern auch wieder ganz schnell und dann, wenn die gerade so eine Hochphase haben und sehr beliebt sind, dann nehmen sie einfach alles mit, was kommt. So. Ja, nee, ich glaube auch. Könnte ich mir auch vorstellen. Kann auch sein, aber ich glaube einfach, vielleicht sinkt der nicht, sondern sie sind dann in so einer Position, wo sie einfach Produktionsfirmen, die so eine typischen Hollywood-Filme produzieren, sagen, auf den können wir uns verlassen. Da kriegen wir was abgeliefert, was nicht schlecht ist, aber auch nicht zu gewagt ist, sondern was genau das ist, was, und wir kriegen es pünktlich. Und ich glaube, wenn du so eine Position hast, dann bist du halt nur noch am Produzieren und kriegst die ganz teuren Angebote, aber da geht es dann wirklich nur um abliefern, keine Probleme machen, routinierte Arbeit und fertig ist. Okay. Irgendwie ist es meistens so, denn am Ende. Also es scheint bei ihm auch eine recht bunte Mischung zu sein, also halt irgendwie so von so der fantastische Mr. Fox, Moonrise Kingdom, über Harry Potters, über Godzilla, also sehr unterschiedliche. Genau, der Sachen. Macht, also das kann man ihm wieder zugute halten. Den Valerian-Soundtrack hat er gerade gemacht, da. Also hier für diesen, Luc Besson, diesen Science-Fiction, der gerade. Ach so. Ja, vielfältig ist er, das stimmt. Also er lässt sich nicht auf irgendein Genre reduzieren. Aber dadurch kommt es aber auch, obwohl ich den gut finde, kenne ich halt einen Großteil seiner Soundtracks gar nicht, weil mir das einfach auch zu viel ist und ich bei vielen Sachen gar nicht erst reinhöre. Ja. Was ja irgendwie auch schade ist. Vielleicht entgehen einem dadurch auch ganz viele Perlen. Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, die Perlen, die hat man. Und weil das ist bei James Horner oder bei James Newton Howard genau dasselbe. Also irgendwann wird einfach zu viel produziert und man hört immer mal wieder rein, aber ist eigentlich nie wirklich mehr geflasht oder findet irgendwas. Ich weiß nicht, irgendwann ist einfach. Ja, das Gefühl habe ich auch, aber wer weiß das schon. Weiß das schon, ja. Vielleicht werden wir noch eines Besseren belehrt. Also hoffe ich ja immer, dass man dann doch wieder über einen Soundtrack stolpert, den man jahrelang nicht auf dem Schirm hatte und der dann einen total flasht oder so. Ja, aber das stimmt. Schon länger her, dass mir das passiert ist. Moonlight. Nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ist einer dieser Filme, die wahrscheinlich cool ist, der mir aber zu sehr gefeiert wurde und ich gesagt, den gucke ich mir später mal an. Soundtrack von Nicholas Britell. Sagt mir nichts. Mir auch nicht. Habe ich mir angehört, gestern, beim Einkaufen. Gar nicht schlecht. Beginnt erstmal mit einem Hip-Hop-Lied. Cover von irgendeinem älteren Hip-Hop-Lied, weil ich kennt man tausendmal gehört früher, aber ich fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Und danach sind sehr viele klassische Themen angerissen, sehr viele Scores. Ja. Ziemlich facettenreich, dass es fast wie ein Sampler klingt, aber ist von ihm komponiert. Mal reinhören. So, wenn man den Film auch gar nicht kennt, aber kann man sich auf jeden Fall anhören. Worum geht's da nochmal? Also ich habe den Film tatsächlich gesehen. Es fängt eigentlich an in so einem Ghetto in den USA. Da geht um so die Geschichte eines kleinen afroamerikanischen Kindes dort. Und dass da im Ghetto halt aufwächst unter schwierigsten Bedingungen. Und beginnt erstmal so wie so ein Sozial-Ghetto-Drama halt. Und später, also dann wird er begleitet über seine Pubertät und bis zum Erwachsenendasein. Und stellt sich halt heraus, dass seine Homosexualität entdeckt in der Pubertät. Und das ist natürlich in diesem Ghetto-Milieu, wo er Gangster sein muss und will, um sich zu behaupten, das überhaupt nicht miteinander harmoniert. Und ja, das birgt natürlich viele Konflikte. So, das sind nur grob umrissen, darum geht's. Ja. Und der Soundtrack ist dementsprechend des Hintergrund irgendwie dann noch relativ. Geht relativ kreativ damit um, wie man so einen Film untermalen kann. Es kommt auch mal ein Hip-Hop-Lied vor oder mal ein Jazz oder Soul, so, aber auch sehr viel klassische Werkzeuge werden eingesetzt und die relativ verspielt. Also deswegen kann ich mich jetzt gar nicht auf bestimmte Sachen stürzen, weil das war mal so, aber so, ja, doch, ja, war jetzt und, eigentlich so.
kleine. Aber das passt auch alles zusammen. Also ich finde, da besteht ja immer die Gefahr, wenn eben so zum Teil klassische, zum Teil jazzige und Hip-Hop-Sachen, dass das die einzelnen Tracks cool sind, aber das so, wenn man das zusammenhört, dass eher alles so Stückwerk ist. Also so, ich habe den jetzt, also ich, den Soundtrack ich, nicht im Kopf mehr. Also ich hätte, ich wie jedem raten, bringt einen Score raus und bringt einen Soundtrack raus mit den normalen, mit den Liedern, die von Gruppen gesungen sind, Hip-Hop, Jazz oder was, und bringt, also ich finde es immer doof, wenn immer, dann kommt ein Hip-Hop-Lied oder ein Jazz-Lied, dann kommt wieder ein klassisches Lied. Ja, das ist immer blöd. Und das haben sie da leider gemacht. Das wäre jetzt so ein Kritikpunkt, aber ich weiß nicht, ob das finanziell ist, dass man nicht zwei Soundtracks rausbringt oder was auch immer. Oder kann es sein, dass das auch weniger geworden ist mit diesen Pop-Soundtracks? Ist weniger geworden, ja. Ja, gefühlt, genau. Es ist auch gut so. Wobei jetzt bei Moonlight, was du gerade erzählst, das sind ja alles Sachen, die auch drin vorkommen, ne? Ja, genau. Ja. Aber trotzdem finde ich es immer besser, wenn man zwei Versionen. Also es ist ja eigentlich die Trennung so. Es gibt den Soundtrack, der meistens aus den Liedern, die dann mehr aus Jazz, Pop oder woher kommen. Und dann gibt es halt den Score, der sich halt wirklich auf die komponierte, meist klassisch komponierte Musik oder auch Jazz komponiert, konzentriert. Und aber ich glaube, seit 10 Jahren haben sie halt gemerkt, dass der Score sich noch besser verkaufen lässt oder eigentlich super. Also es gibt ja die Bringer. Gibt es diese Inspired by Soundtracks überhaupt noch? Nee, die gibt es jetzt wirklich immer weniger. Ist auch gut so. Oh, also weil. Das stimmt. Das hat mich so angepisst. Da waren richtige Gurken dabei. Hat mich das abgenervt. Den billigsten Synthies irgendwas nachgespielt. Oder irgendwelche Lieder, die nichts mit dem Film am Ende. Ja. Ja. Das zum Glück nicht mehr, kommt nicht mehr so oft vor. Ja, von daher Moonlight, der Soundtrack, hat Spaß gemacht. Moonlight war auch der Film, der da beim Oscar so Furore gemacht hat. Ne? Genau, ja. Weil irgendwie, wie war das? Der Favorit war eigentlich dieser andere. So ein Musical oder sowas, oder? Genau, ein Musical mit Ryan Gosling und ich glaube Emma Stone. Ich komme gerade nicht auf den Titel. Ja, aber sowas war da halt, weil auch gerade die ganzen Vorfälle in Amerika da ja auch eine Rolle spielen. Die mussten sich entscheiden zwischen einem typisch weißen Musical-Dance-Film oder halt einem afroamerikanischen Film. Genau. Und dann ist es aber Moonlight geworden. Ja, Philipp, hast du noch was? Also ich habe noch einen. Und zwar, den habe ich, den How to Train Your Dragon Teil 2 oder auf Deutsch Drachenzähmen leicht gemacht. Das ist so ein animierter, ne? So ein Animationsfilm. So ein Animationsfilm. Und den habe ich mir, ich kenne den Film gar nicht, also den zweiten Teil jedenfalls nicht. Habe ich mir aber deswegen geholt und reingehört, weil ich den Soundtrack zum ersten Teil, der ist übrigens von John Powell, also beide Teilen, und weil ich den Soundtrack zum ersten Teil richtig gut fand. Also das war so einer der Soundtracks, die mich beim ersten Mal richtig geflasht haben, weil der wirklich extrem vielseitig war von den Melodien, von den Kompositionen und auch schön lang war, also nicht so ein kurzes 40-Minuten-Ding oder so. Und der war einfach super, den fand ich echt klasse. Also so von den ruhigen Stücken, von den Action-Cues und so. Das war sehr vielfältig und war trotzdem, hat alles zusammengepasst. Also ziemlich cooler Soundtrack, kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Bei Teil 2 sieht es ein bisschen anders aus, die Sache. Da bin ich, also ich habe mir den angehört und der ist auch von der Orchestrierung und so, kommt der dem ersten Teil, ja, steht der dem in nichts nach. Ist auch alles schön, irgendwie schön komplex komponiert und so. Und ich fand den aber nicht so beeindruckend wie beim ersten Mal, weil ja der Stil halt sehr gleich ist. Also das war halt nichts Überraschendes mehr. Und was hinzukommt, was einerseits gut ist, also was er nicht macht, was John Powell dort nicht gemacht hat, dass er einfach die alten Titelthemen oder Titelmelodien, diese Ohrwürmer, wieder nimmt und die dort wieder komplett verbrät. Das macht er halt fast gar nicht, sondern er nimmt die schon, aber wiederholt die gar nicht, sondern hat die total abgewandelt.
was ja eigentlich gut ist, aber andererseits dazu führt, weil er die so sehr abgewandelt, sind die so ein bisschen beliebiger geworden, fand ich. Oder die haben nicht mehr diese Prägnanz oder nicht mehr diesen Ohrwurm-Charakter, weswegen irgendwie dieser Soundtrack nicht ganz so in Erinnerung bleibt wie der vom Teil 1. Also ich hatte eher so den Eindruck, das wäre wie so eine, ja, so eine Extended Version, die Tracks, die es nicht auf die CD geschafft haben. So. Mhm. Also ich fand, der ist gut, aber ich finde, der Teil, an Teil 1 kommt der nicht ran und Teil 1 hätte mir gereicht. Mhm. Also vielleicht muss ich da auch noch mal in Ruhe den noch, manchmal ist es ja auch so, man muss so einen Soundtrack dann öfters hören, bis man da wirklich ja, so sein, das Interesse dafür geweckt wird. Ich höre mir noch, ich lasse ihn noch mal laufen, und aber ich fand den Teil 1 genial und da kommt der zweite Teil aus mehrerlei Gründen nicht ganz ran. Mhm. Ja, John Paul ist irgendwie so abonniert auf Animationsfilme anscheinend. Chicken Run, Ants. Genau, Chicken Run, den hatte ich auch mal schon besprochen. Der ist auch super. Ice Age. Da, zu den anderen kann ich jetzt nichts. Ice Age habe ich nicht gehört. Schreck war auch gut. Also vom ersten Teil jedenfalls, der Soundtrack, der war auch ziemlich gut. Und hat aber auch Bourne, die Bourne-Filme gemacht. Mhm. Genau, stimmt. Der hat auch so die Action, ein bisschen, die Action-Schiene ist auch ein bisschen gefahren. Obwohl ich von diesem Bourne, ich habe da auch mal reingehört, weil ich ja auch zum Teil mal, also ich mag ja so gute Action-Soundtracks, mag ich ja sehr. Ich konnte aber bei diesen Bourne, die wurden immer sehr gefeiert, die Soundtracks. Ich glaube, einen fand ich ganz gut, aber insgesamt haben die mich nie so richtig angezeigt. Also das war dann doch ein bisschen immer zu sehr elektro, schnell, viele Drums. Das war mir dann irgendwie dann immer ein bisschen zu eintönig. So, also so ein bisschen Hintergrundmusik. Ich erinnere mich auch kaum an die. Ja, genau. Also, glaube ich, perfekt für den Film. Aber so als eigenständige Musik hat mich das nie so richtig mitgerissen. Was wolltest du sagen, Peach? Würde ich auch sagen. Also, würde ich auch sagen. Also zu diesen Bourne-Sachen, das hätte auch der Soundtrack für Newsroom sein können. Ja. Und daher, ja, Resümee, Drachenzähmen oder How to Train Your Dragon Teil 2 ist okay, aber Teil 1 ist besser. Okay. Weitaus besser. Und ich muss sagen, ich habe leider nur 3 Soundtracks rausgesucht. Damit bin ich nämlich mit meiner Auswahl schon am Ende. Aber Pete, du hast ja noch ein bisschen Munition. Ich werde es jetzt auch nicht zu sehr, aber... Also ich habe noch 2, mache ich das mal in einem Durchlauf. Nummer 3, also jetzt der nächste wäre Nocturnal Animals von Abel Korzenowski. Ah, ja. Ach, warte mal, was ist denn das für ein Film nochmal, der sagt mir was. John Ford, das ist der Typ, der auch Single Man gemacht hat. Ach der, ja, ach richtig, klar. Ah, okay. Ich muss aber jetzt ehrlich sagen, ich bin ja ein großer Fan von Single Man, von dem Film. Oh ja, der ist so toll. Und den Film, genauso wie den letzten Film von unserem Inder, den Philipp, wo du immer sagst, gucke den Film an. Ja, einfach wegen dem Plot-Twist am Ende, Mann. Der Film ist gar nicht so gut. Ja, aber das sind 2 Filme, die ich immer noch gucken muss, die aber, ich weiß nicht, der richtige Zeitpunkt noch nicht gekommen ist. Wie auch immer, ich habe mir jetzt den Soundtrack angehört, weil ich ja auch von dem Single-Man-Soundtrack, den habe ich ja auch rauf und runter gehört, ja. Großer Fan. Der ist super Soundtrack. Der ist wirklich gut, ja. Der ist so, ey, wenn man Single Man den Soundtrack mag, dann kann man sich den auch anhören. Der hat auch viele Sachen drinne, Bausteine, Arbeitsweisen von Single Man. Von daher, ey, ich habe ihn gern gehört. Einfach, weil ich die Art und Weise, wie er die Musik macht, gut finde. Ich finde, er hat dort leider keine so Geräusche mit eingebaut, was ich bei dem Single Man noch cool fand. Uhrticken. So Unfall, Sound so. Uhrticken zum Beispiel oder so. Genau, das hat er leider nicht so eingebaut, aber er, wenn man, wie gesagt, den Single Man gut findet, dann hat man mit dem auf jeden Fall Spaß. Ohne, dass man jetzt zu viel erwarten muss, sondern meistens, ich bin dann eher negativ rangegangen. Mal gucken, weil ich habe mir schon mal irgendwas von dem Abel Korzenowski angehört und war nicht so begeistert. Das liegt aber auch wahrscheinlich an der Erwartungshaltung, weil ich von ihm noch nicht so viel gehört habe. Single Man war halt so geil, einfach, dass ich, ja, aber der, den kann man sich anhören. Da kriegt man auf jeden Fall wieder ein paar schöne Sachen ab. Also
Empfehlung. Abel Kosinowski hat auch den Soundtrack für die Penny Dreadful-Serie gemacht. Ja, genau, stimmt, ja. Genau, der hat auch Serie jetzt mal, aber ja, wir... Na ja. Und ist ein polnischer Komponist. Genau. Gute Sache. Ja, einfach mal reinhören. Wie gesagt, sehr wie Single Man einfach. Da hat man Freude dran. Dann habe ich mir noch einen angehört, jetzt nochmal näher, und ich finde den immer noch super. Von Johan Johansson, Sicario. Geiler Soundtrack. Ja, ich finde den geil. Er ist erstmal voll düster und zieht einen voll runter, aber ich finde den geil. Also er eckt auf jeden Fall an und überrascht einen wieder und hat einfach, der hat einfach ein gutes Feeling, wie er mit einfachen Mitteln Räume aufbaut, die passen. Also er ist so gar nicht, glaube ich, thematisch so gar nicht auf, er spielt jetzt in Mexiko, Drogen und so weiter, so gar nicht eingegangen. Er hat einfach so sein Gefühl, was der Film rüberbringen soll, einfach das musikalisch umgewandelt, ohne sich sonst weiter thematisch irgendwie mit dem Thema auseinanderzusetzen, was ja auch eine Arbeitsweg ist, sondern wo man mehr dann auf was ganz Bestimmtes hinaus will. Und das hat er echt gut gemacht mit dem Soundtrack. Also er ist jetzt auch nicht super facettenreich, was er wirklich nicht sein muss, sondern hat sich auf bestimmte Sachen konzentriert. Und ja, und da wieder mal Johan Johansson ist noch. Ich fand Arrival war schon so ein Anfang. Nimmt sich noch sehr viele Freiheiten und hat anscheinend auch die Zeit dafür. Oder hat noch ein Repertoire, was er schon immer ausprobieren wollte, was noch nicht aufgebraucht ist. Und von daher schätze ich ihn immer noch sehr. Stimme ich dir zu. Aber Arrival, den hast du ja aussortiert. Also ja, ich hab da noch keinen schönen Zugang gefunden. Also mir hat er noch, also er war nicht schlecht, aber ich habe noch nichts. Hast du den Film denn gesehen? Hast du Arrival gesehen? Okay. Ja. Den habe ich gesehen, ja. Weil das war ja ein heißer Oscar-Kandidat, ist aber aus dem Rennen gefallen, wegen eben dieser einen Max-Richter-Komposition. Die haben ja da ganz strenge Regularien. Ja, ja, verstehe ich auch. Ja, also. Ey, ja, wenn er denn, aber ich finde es auch gut, wenn die sich, die kennen sich ja, glaube ich, auch. Und wenn es dann heißt, so, ey, mach, ich habe da ein schönes Lied, oder vielleicht fand er auch die Klavierpartition, die er da halt gehabt hat, Max Richter, vielleicht fand er die auch so gut, dass er die haben wollte. Ich weiß es halt nicht genau, wie die da zusammengekommen sind. Aber theoretisch braucht sich Johan Johansson wirklich nicht zu verstecken und kann selber genug. Aber er ist halt vielleicht auch nicht so. Ach doch, er hat auch viele Melodien eigentlich. Also er baut mehr Räume auf. Er kann unglaublich gut Räume und Stimmung aufbauen und damit umgehen. Und das kann er halt wirklich echt. Also auch schon bei den älteren Sachen oder bei seinen Soloalben sind auch wirklich. Ich glaube, er kann mit Zeit umgehen. Ah. Mit viel Zeit kann er umgehen und kann die Räume kleiner und größer werden lassen. Da kann er unglaublich gut spielen. Kann sein, dass er vielleicht nicht so eine typische, einprägsame Filmmelodie so mit Klavier oder sowas. Vielleicht will er das auch gar nicht oder mag es gar nicht so. Aber ansonsten finde ich, kann er gerade Filmmusik ist er sehr gut. Ich glaube. Nee, der macht das schon bewusst. Der kann auf jeden Fall, glaube ich, sehr eingängige Melodien komponieren. Also ich denke nur so zum Beispiel an Prisoners. Da hat er wirklich so ein Thema, was er super variiert so und da auch immer, also was ja total eingängig ist. Ja. Also wenn er will und wenn er es, glaube ich, als angemessen erachtet, dann kann er schon auch so sehr gute Ohr, wenn man sowas komponieren. Aber
Das geht halt oftmals ein bisschen experimenteller ran, was ja ziemlich cool ist. Ja, und Sicario hat wirklich, also ich habe gerade, ich wollte darauf her, das ist ja wie eine Serie, aber ich habe, wir gucken gerade Handmaid's Tale. Ziemlich deprimierende Serie, aber sehr gut gemacht. Und da hat jemand anders die Musik gemacht. Ich glaube sogar der von Fight Club. Aber da komme ich dann, wenn wir über Serien reden. Aber da kommt jedenfalls ein Thema vor, was meiner Meinung nach voll von Johan Johansson übernommen wurde. Aber nee, der hat schon Johan Johansson. Nee, der ist super. Also noch höre ich ihn sehr gerne. Hast du eigentlich von ihm mal den Soundtrack gehört, Die Entdeckung der Unendlichkeit oder The Theory of Everything, der englische Titel? Habe ich nicht gehört. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding, was sehr eingängige Melodien hat. Da hat er auch, also ich habe nur mal ein Lied davon auf YouTube gehört, also nicht den ganzen Soundtrack. Und das war auch wieder so ein richtiges Ohrwurm-Ding. Und hatte auch eine Auszeichnung, für beste Filmmusik, also Nominierung als Oscar. Okay. Also das war, glaube ich, auch so. Ja, muss ich mal gucken. Wie gesagt, ich kaufe mir die Platten und da kann ich halt nicht, ja, da ist halt immer so Entscheidung. Ich habe jetzt schon wieder so viele Platten mir vorgemerkt. Naja, das ist immer preislich nicht so einfach. Auf jeden Fall extrem interessanter und vielseitiger Komponist. Ja. Diesen Wahnverfall ist, oder? Das ist also jedes Jahr jetzt, oder? Warte, ich gucke gerade noch mal. Nee, noch nicht ganz so. Also es wird, glaube ich, jetzt mehr werden schon, aber ich glaube noch nicht. Ich meine, er ist halt genau wie David Wingo oder Abel Kosanowski, die haben halt so ihre Regisseure, mit denen sie zusammenarbeiten und er arbeitet ja auch. Der ist ja auch so ein Team, Sicario und was weiß ich. Man spricht ja für sich. Ich meine, der hat 2015 Sicario gemacht, sonst nichts, und 2016 Arrival und sonst nichts. Ja. Ja, ich glaube, er bringt auch Solo-Alben raus. Also er konzentriert sich, glaube ich, schon auf seine eigene Arbeit. Ah, okay. Und das ist super. Ja. Perfekt. Also finde ich sehr gut. Soll auch weiterhin so bleiben. Ja, voll. Ja, das waren so meine Beispiele. Jo, dann sind wir durch, wa? Ich kann noch was Kleines erzählen. Ja, leg los. Ich habe nur neulich festgestellt, also ich habe mich gefragt, was ist eigentlich aus John Bryan geworden? Das ist so einer meiner Lieblingskomponisten. Der hat zumindest für Paul Thomas Anderson die Soundtracks eine Weile gemacht. Also hier Magnolia, Eternal Sunshine of the Spotless Mind und so. Und dann irgendwann haben die nicht mehr zusammengearbeitet anscheinend. Und dann kamen die Soundtracks, die letzten für Paul Thomas Anderson von Johnny Greenwood. Also hier There Will Be Radio, Blood, Radiohead, The Master. Genau, das habe ich nämlich dann erst gelernt, dass das ja der Radiohead-Keyboarder ist. Das ist eine Erkenntnis aus jüngerer Zeit. Und die wollte ich mal mit euch teilen. Aber ihr wisst es schon. Das sind Erkenntnissen, die soll man immer sagen. Ich meine, ich habe 2010 zum ersten Mal Radiohead gehört. Was? Ich habe 2010 zum ersten Mal Radiohead. Ich habe dich schon verstanden, aber... Ach so. Ja, siehst du, das darf ich ja auch mal frei sagen, oder? Ohne, dass ich gleich mit Steinen beworfen werde, oder... Nee, wusste ich nicht. Nee, also das war jetzt nur ein Beispiel. Aber Greenwood höre ich auch also schwierig, aber auf jeden Fall extrem, sehr interessant. Ja, und John Bryan, was mag da passiert sein? Er macht auf jeden Fall nicht mehr die Soundtracks für Paul Thomas Anderson. Ja, schade eigentlich, weil der macht ja jetzt eher, ich gucke gerade sowas wie Dating Queen, Der Lieferheld, Unverhofft kommt oft. Oh je. Aber der hat erst seit 2015 keine Filmmusik mehr gemacht. Das letzte war Dating Queen. Oh, das ist ja echt, guck mal, was er da, Magnolia, Vergiss mein Nicht, I Heard Huckabees und so, und dann ist er doch ein... Ja, traurig. Absturz. Ganz einfach. Pech gehabt. Okay. Haben wir noch was? Habt ihr noch was auf dem Herzen? Ich werde jetzt weiter meinen Kater auskurieren. Das habe ich auf dem Herzen. Gut, ich... Schön.
werde jetzt weiter Modelle bauen. Ja, gut, dann machen wir mal Schluss hier für heute. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn weiter. Bewertet ihn auf iTunes und gebt Feedback. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Bye, bye. Tschüss.